Die wichtigste Sehenswürdigkeit in Peking ist die verbotene Stadt. Sie symbolisiert die große Geschichte des Reiches der Mitte. Der Bau der verbotenen Stadt wurde 1406 unter dem dritten Ming-Kaiser Yongle begonnen. Schon 14 Jahre später war der Bau abgeschlossen. Über 1 Million Sklaven und mehr als 100.000 Kunsthandwerker sollen zeitweise am Bau beteiligt gewesen sein. Die verbotene Stadt erstreckt sich über 720.000 Quadratmeter, davon sind 150.000 Quadratmeter bebaut. In 890 Palästen mit unzähligen Pavillons gibt es 9.999 Halbräume. Diese krumme Zahl kam zustande, weil die Chinesen glaubten, dass 10.000 Räume nur im Himmel erlaubt sind. Die verbotene Stadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und seit 1924 der Öffentlichkeit zugänglich.